Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir euch die Top 5 Oberkörperkraftübungen für Fußballer. Okay, fangen wir an mit der ersten Übung, den Liegestützen. Hier trainieren wir die Brustmuskulatur, Schultermuskulatur und den Trizeps. Wichtig ist, dass der Rücken immer gerade ist, damit ihr die Übung wirklich sauber ausführt. Macht auch dementsprechend viele Wiederholungen, einfach solange ihr die ganze Übung sauber ausführt. Der Weg ist gar nicht. Machen wir die zweite Übung. Hier trainiert ihr die obere Rückenmuskulatur. Ihr müsst euch einfach sauber hochziehen und langsam wieder runter. Ihr könnt es entweder so machen oder mit einer Klimmzugstange, das ist euch überlassen. Aber irgendwo auf dem Fußballplatz findet ihr wahrscheinlich so eine Stange. Darum einfach machen. Okay, machen wir die dritte Übung, der Plank. Diese Übung ist wirklich wichtig für die Rumpfmuskulatur. Ihr trainiert hier alles, müsst richtig anspannen, hilft euch gegen Verletzungen und macht euch schneller, robuster und ist eine Grundvoraussetzung auch für weitere Kraftübungen. Darum solltet ihr die immer in euer Training einbauen. Als vierte Übung macht ihr den seitlichen Plank. Hier fokussiert ihr euch mehr auf die seitliche Bauchmuskulatur und auch auf die Rückenmuskulatur. Eine ganz wichtige Übung, um den ganzen Rumpf wirklich effektiv zu trainieren in Kombination mit dem vorderen Plank. Und dann als letzte Übung zeigen wir euch noch eine weitere Art von Plank. Bei der letzten Übung kehrt ihr alles rum, macht den Plank auf diese Art. So trainiert ihr hier den unteren Rücken, zwar auch die Beine, die Hamstrings, hintere Oberschenkelmuskulatur, aber wir haben diese Übung gewählt, weil wir dann wirklich alles abdecken. Unterer Rücken, oberer Rücken haben wir schon gemacht, Brust haben wir schon gemacht, Bauch haben wir auch schon gemacht. Von dem her, macht diese 5 Übungen, sie sind wirklich top und helfen euch weiter. So Leute, das war's mit dem Trainingsvideo. Unten in der Videobeschreibung siehst du, wie viele Wiederholungen du pro Übung machen musst. Vergiss uns nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.